Jo, servus. Erste Testfahrt habe ich jetzt gemacht. Die Kette schlägt ziemlich auf, was man hieran schon sehen kann. Oh, die hat sogar oh Mann, die hat sogar den Lack angeschlagen schon. Das ist natürlich blöd. Ja, kommt ja wieder was drüber. Ja, ein bisschen spät gemerkt, dass sie das quasi komplett durchgeschlagen hat. Werde ich jetzt auf jeden Fall einen Schlauch drum machen, dann wird es ruhiger. Die hat auch von unten dran geschlagen sogar. Deswegen, aber wenn man sowas nicht testet, dann weiß man das natürlich nicht. Ich habe gedacht, das Zeug hält, aber es hält nicht so wirklich. Also es dämmt halt nicht und es geht anscheinend schnell kaputt. Hier habe ich jetzt auch noch welches drum gewickelt gehabt. Das mache ich weg, beziehungsweise ich tausche die komplette Leitung, weil die Leitung mir persönlich hier ein bisschen zu kurz ist. Joe meint nein, aber ich, für mich ist sie persönlich ein bisschen zu kurz und die ist halt genau an der Stelle, ist diese Gummimischung, also diese Gummihülle außen um die Stahlflex offen. Heißt, falls die mal hier dran stoßen sollte oder hier, reibt halt Metall, pures Metall direkt drauf und das ist halt nicht so geil. Deswegen tauschen wir die auf jeden Fall so an sich. Wir haben vorne ein bisschen Luft reingemacht letztens, als wir oben waren. Joe hat sie mir ein bisschen eingestellt und so an sich fährt sich schon mal sehr, sehr gut. Fühlt sich genauso an wie mein Enduro, nur ein bisschen steifer, dadurch, dass man die Doppelbrückegabel hat und natürlich hinten halt 200 mm Federweg. Schluckt halt alles weg, ist halt viel geiler. Also eigentlich wie mein Enduro, schön leicht und hat quasi auch nur 1 Kilo, glaube ich, ungefähr mehr als mein Enduro und aber schön, schön agil eigentlich in den Kurven und so. Ich habe da auch den Pro-Core drauf, heißt, ich fahre jetzt mit 1,5 Bar hinten drauf. Und in dem Schlauch, der quasi hier in der Felge nochmal drin liegt, sind 6 Bar, habe ich schon das Maximum, auch außen das Maximum, weil ich halt nicht irgendwie jetzt mit 0,8 Bar kannst du Minimum reinmachen, bis zum Berg fahren will. Das ist halt nicht so geil. Auf jeden Fall, einzige Problem war, wie gesagt, die Kette. Und jetzt sehe ich halt auch, dass es da aufgerissen ist, dass es halt so richtig aufgeschlagen hat. Das ist natürlich doof, wobei das ja eh wieder abgeklebt wird. Von daher ist es jetzt nicht so wild. Und wir hatten das Problem, als es komplett eingefedert hat, ist er anscheinend auch an den Sattel kurz gekommen. Also bei kompletter Kompression direkt vor einem Double. Das hört man wahrscheinlich auch im Video. Den werde ich dann nochmal gucken, wie ich den, ob ich den verstelle oder was ich da mache. Weil ich wollte ihn letztes Mal hier noch kippen, aber das ging nicht mehr. Ich glaube, das hier, genau hier ist er an dem Punkt, wo es aufhört zu kippen. Vielleicht kann ich ihn andersrum einbauen, aber ich glaube, der muss so rum eingebaut werden. Was ein bisschen komisch ist, weil warum man hier nicht weiter kann, weil jetzt ist er ja waagerecht, aber wenn ich halt drauf sitze, ist er halt schon so, dass ich hinten ein bisschen runterrutsche. Das ist ja das Komische daran. Schaue ich nochmal. Ja. Ich nehme da immer gerne einen Schlauch. Ich fange meistens eigentlich vorne an. Dürfte es halt nicht zu dick wickeln, also ihr müsst es wirklich straff wickeln, weil sonst habt ihr das Problem, dass ihr die Reifenfreiheit hier quasi nicht mehr habt, beziehungsweise nicht mehr so viel. Geht er meistens immer, setzt den unten an, dass er da einen Übergang hat. Und zieht ihn dann einmal schön drüber. Danach könnt ihr quasi mit der Hälfte vom Schlauch immer über die andere Hälfte vom Schlauch gehen, dass ihr quasi schön vorankommt, aber auch ein gutes Muster reinbekommt, dass das schick aussieht. Sieht gerade auch nicht so aus, als ob das reicht von der Länge her. Wobei es könnte gerade so hinhauen. Ich mache das immer so, wenn es nicht reicht, nehme ich einen anderen Winkel, dass er quasi schräger kommt. Also das ganze Ding schräger aufwickelt, dann habt ihr quasi nicht so dick aufgewickelt, beziehungsweise es zieht sich halt in die Länge dann. Ich brauche immer, dass ich es dann schön spanne, dass man wirklich das Maximum rausbekommt und das auch satt anliegt, nicht so wuchtig aussieht. Natürlich top, wenn dann die Kette einfach rausrutscht. Ja, dann würde ich es hier jetzt dran machen. Die Kette hier mal kurz auf, dass sie nicht so
lange im Dreck liegt, aber ich habe die eh noch nicht eingeölt, da ich eh wusste, dass sie noch mal runterkommt, wenn ich 100 Mal Hand lang und die eingeölt ist. Dann hat man auch schöne, dreckige Hände. Deswegen habe ich das alles noch nicht gemacht, weil das Laufrad lasse ich jetzt auch unten. Da kommt ja eh ein anderes drauf. Da kommt, wie gesagt, die HoPro 2 mit der Fortress drauf. Ja. Ich habe sie jetzt quasi aufgewickelt von hier vorne und dann einmal hier schön rum. Bin dann nach unten. Ja, jetzt nicht die schönste Lösung. Kann den quasi auch hier hinten verstecken, aber ich mag ihn lieber vorne. Kriegst ihn erstens leichter wieder ab, ohne irgendwie großartig was zu beschädigen. Und ja, hinten kann es halt sein, dass irgendwie eine Kette oder was dran kommt. Dann danach geht er vielleicht auf oder so. Und hier müsst ihr halt immer aufpassen, dass ihr quasi nicht so weit hier reinkommt, weil sonst kann es sein, dass halt wirklich der Reifen schleift. Theoretisch sollte er jetzt nicht schleifen. Aber das schauen wir jetzt mal. Ja, das passt. Ist immer noch mehr als genug Luft. Ich will wahrscheinlich auch irgendwann ein 2,4er oder 2,5er hinten fahren. Beziehungsweise ich muss erstmal gucken mit der anderen Felge, weil die ein bisschen breiter kommt, wie sich der aufbaut. Und dann guckt man mal, weil das ist jetzt nur ein 2,35er. Den lasse ich halt jetzt noch drauf, bis er runtergefahren ist. Auf. Dann könnt ihr sie runterziehen. Ich messe die jetzt auch gleich nochmal nach mit der anderen. Hier auch auf. Und den Rest könnt ihr dann einmal mit der Hand machen. Merkt ihr wenigstens, ob alles geschmeidig läuft, nicht irgendwo klemmt. Das ist immer so eine kleine Kupferscheibe dazwischen. Und jetzt müssen wir sie eh kürzen bzw. abschneiden, damit wir da dran kommen und uns die Hülsen runter machen können, weil ich habe keine Ersatzhülsen da und vor allem kann man die eh immer wieder verwenden. Wenn ihr das seht hier, da ist die Leitung quasi ab, beziehungsweise die Schicht davon. Und das, was ihr hier seht, ist halt pures Metall. Und wenn das halt vorne an der Gabel oder so reibt, ist halt nicht so geil. Kann man sich aber auch vorstellen. Ja. Nehmt die Hülse, geht einmal so drüber, quasi mit der Öffnung in die Richtung von dem Kabel. Ihr habt hier jetzt die Olive, hier habt ihr den Fitting oder wie man das nennt. Das zieht ihr dann so drüber. Hier müsst ihr ein bisschen gucken, dass ihr da so das schon mal ein bisschen vorspannt, dass ihr da hier quasi schon euer Gewinde habt, mit dem ihr natürlich rein müsst. Ihr merkt es sonst, dass ihr nicht reinkommt und dann ist es wahrscheinlich, dass ihr da. Oh, ich muss dann noch die Leitung abmessen. Dann ist es wahrscheinlich, dass ihr da irgendwo das nicht richtig drin habt, wenn das nicht passt. Die ist jetzt. Oh, das ist schon mehr, viel mehr. Ich habe gedacht, also abgemessen habe ich es mit Meter, grob 90 cm. So sind es jetzt. Das ist ein Meter, das lange Stück. Da müssten es 80 ungefähr gewesen sein, sogar nur keine 90. 90 habe ich halt grob irgendwie im Meter ausgerechnet, also abgemessen. Aber kann man natürlich immer mal verrutschen. Deswegen wollte ich eigentlich nur wissen, ob ich Meterware kaufen kann, weil das jetzt genau ein Meter ist. Heißt aber, das Stück werden wir auch nochmal kürzen. Ich mache jetzt aber trotzdem schon mal die Ding drauf. Jetzt machen wir hier die andere Seite drauf, machen die Olive schon mal drauf. Dann haben wir später die Probleme nicht. Bei mir war es damals der Spruch, mach fest, kommt ab. Und so ist es meistens auch. Deswegen lieber vorsichtig machen. Lieber ein bisschen mit Gefühl und mehr Zeit investieren. So, ich mache die hier. Ich mache mir immer lieber einen Puffer rein, immer. Dann weiß ich ja nie, was kommt. Wenn mal oben irgendwo ein Knick ist oder so, habt ihr immer noch einen Puffer, die zu kürzen.
Rein theoretisch wird die mir. Ah, nee, die wäre mir so zu lang. Das ist jetzt 1 Meter, die ist mir aber zu lang da. Naja, es geht. Theoretisch geht, aber mir ist es zu lang. Ich schätze etwa. Das ist mir zu kurz. Ich werde sie hier etwa kürzen, würde ich sagen. So 10 Zentimeter weg. Oder? Ja. So finde ich das jetzt eigentlich gut. Sollte passen. Habe ich schön noch einen Puffer. Dann kommt uns auch schon die Membran entgegen, die lustigerweise schon wieder nicht richtig montiert war, so wie bei dem anderen. Ich weiß nicht, ob er die zu schnell reingemacht hat. Er hat mir gesagt, er hat es, glaube ich, mal entlüftet. Ich weiß auch nicht, ob er beide entlüftet hat. Wie ihr seht, die Membran, das hier soll nicht. Das soll so sein. Jo, der Kamera war gerade wieder zu heiß. Also, wenn wir jetzt die Membran raus, das war noch mit drauf. Hier kommt der Aufsatz drauf. Scheiben, Schrauben. Schrauben macht ihr auch hier drauf. Ich mache jetzt gerade nochmal schnell einen Crashkurs sozusagen, weil die Kamera gleich wieder ausgeht und ich will nicht unbedingt einen zweiten Akku noch brauchen, weil das habe ich ja letztes Mal eigentlich alles erklärt. So. Schraubt ihr hier gleichmäßig rein, wie letztes Mal. Dass es schön plan aufliegt.